Ein wahres Kunststück ist einem Mithäftling, einem Jugendlichen, passiert. Der war angeklagt oder wird angeklagt werden wegen dieser sogenannten Polizistentricks, also Leute, die sich als Polizeibeamte ausgeben, um dann Wohnungen auszuräumen. Und wie das halt so ist, hat man ein Bündel an Vorfällen, die man zusammenfasst mit einer Schadenssumme, die gar nicht so unerheblich ist. Aber herausragend war eine Straftat mit einem hohen Schadenswert von 500, 600.000 Euro oder 200.000 Euro. So genau weiß ich es ehrlich gesagt nicht mehr. Und zwar sollte derjenige hier entsprechend Straftaten begangen haben, während er in Berlin im Jugendarrest saß. Dass man kaum an zwei Orten sein kann, ist nachvollziehbar. Jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht ist es ja nur so eine blöde dahergeleitete Geschichte, deren Wahrheitsgehalt man nicht prüfen kann. Das kann durchaus sein. Aber solche Geschichten schreibt das Leben. Wir haben ja Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes und von Amtsgerichten, wo eben für genau solche Fälle eben ein Freispruch zwingend gefordert wird und eben nicht einfach eine Einstellung des Verfahrens, wenn die Straflosigkeit feststeht. Also es zeigt vor allem eben, wie überarbeitet die Staatsanwälte sind. Da wird dann halt einfach irgendetwas zusammengeschustert und ohne Rücksicht auf Sinn und Verstand klabustert. Und wegen solcher Aspekte sitzt dann jemand eben in U-Haft. Vorweggenommene Strafe. Und dann hat man im Nachhinein wieder das Problem, dass man natürlich hier die Strafen aufrechterhalten muss. Weil, wenn man jetzt freisprechen würde, würden ja hohe Ersatzleistungen auf den entsprechenden Staat zukommen. Wie gesagt, also solche Fehler dürfen nicht passieren. Bei Inhaftierungen sollten eben diese Zeiten deckend abgeklärt sein und das sollte sich eigentlich aus der Akte einfachst ergeben. Da muss man notfalls halt einen Zeitstrahl zeichnen als Staatsanwalt. Aber es kommt vor. Knastgeschichten, die das Leben schreibt. 600.000 Euro Betrug, während man im Jugendarrest war. Oder eben, wie ich salopp sage, das beste Alibi ever.